Moin auch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mats Ab. Anlässlich meines Geburtstages habe ich mir diese schicke Teile geholt und ihr werdet nun sehen, wie das Ganze im Detail aussieht. Viel Spaß, los geht's jetzt! Auf dem ersten Bild hier ist das Boxset noch in der Originalverpackung zu sehen. Hier seht ihr auch die Seitenansicht der Box und zum Schluss hier die Rückansicht, wo das erste Teaser-Poster des Films auch zu sehen ist. Unten drunter sieht man so die ganze Beschreibung, was alles drauf und drin ist in der Box. Und enthalten ist das Steelbook zum Film, allerdings nur die 2D-Fassung. Hier seht ihr auch das Echtheitszertifikat dieser Limited Edition, ne, dass es nicht irgendein Geschummel ist. So, ausgepackt sieht das Ganze schon ein bisschen interessanter aus. Zwei Dinosaurierfiguren, der T-Rex, den sieht man hier im Detail. Sehr schön ausgearbeitete Figuren sehen richtig, richtig gut aus. Das Material ist kein Porzellan oder sonstiges, sondern Hartplastik, ähnlich der Schleich- oder Bulliland-Spielfiguren. Das ist der Rex aus dem ersten Jurassic Park. Das sieht man an diesen Kratzern hier, nämlich das sind die von dem Raptor aus Jurassic Park 1. Ein sehr schönes Detail, wie ich finde, dass man sich auch, das auch im Film vorkommt. Hier sieht man den Indominus Rex aus Jurassic World, den Dinosaurier-Hybriden. Auch wirklich eine sehr schöne Figur, sehr detailliert. Auch die Stacheln auf dem Rücken. Es besteht nicht die Gefahr, dass es schnell abbricht oder sonstiges, sondern ja, es sieht wirklich, wirklich einfach sehr gut aus. Man kann die Sachen auch anfassen, ohne dass man Angst haben muss, dass da sofort was dran kaputt geht. Der Kauf hat sich wirklich sehr gelohnt und ich kann jedem Fan, solange es noch erhältlich ist, den Kauf empfehlen. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst das den Daumen oben da, abonniert meinen Kanal. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.